Leider haben wir immer wieder diese Probleme bei manchen Betrieben, dass die Gülleschieber nicht genügend abgedichtet sind und Luft aus dem Zentralgang direkt über die Gülleschieber bzw. hinter den Gülleschiebern in das Abteil gelangen kann und zu Problemen führt. An diesem ersten Foto kann man deutlich erkennen, wie die Luft sehr stark hinter den Schieber in den Güllekanal gesogen wird und dann natürlich auf der Innenseite in der ersten Bucht besonders von unten mit kalter Luft und hohen Ammoniakbelastungen zu den Tieren gelangt und es damit zu Kälteproblemen und natürlich auch zu Atemwegsproblemen kommen Ist das kann natürlich aufgrund der hohen fatal, wenn er da jetzt was Schadstoffkonzentration. reinzieht. Das kommt unweigerlich von unten wieder hoch. Du siehst deutlich, wie da sich die Luft hier reinzieht und du siehst auch deutlich, dass das nicht wieder hochkommt. Das kommt im Stall hoch. Und das ist natürlich ganz fatal. Wo soll das denn hin? Eben. Ja, das müssen wir, das geht gar nicht. Da brauchen wir, das funktioniert morgen. Nee, das muss im nächsten Stall oder in der nächsten Bucht ein ähnliches, ja, deutlich sichtbar, das Eindringen des Rauches über undichte Gülleschieber. Außer den undichten Gülleschiebern gibt es an der Luftverteilung in diesem Stall mit Futtergangliftung, der als Kombinationsstall Ferkelaufzug, Vormast und Endmaststall betrieben wird, keine Probleme. Die Luftverteilung ist sehr gut, bedingt durch die hohe Zulufttemperatur über die Biogasanlage sehen wir auch deutlich, wie sich die Luftverteilung im Stall sehr positiv darstellt und es keine Probleme gibt, außer eben, wie gesagt, die undichten Gülleschieber. Aber das hat der Landwirt erkannt und wird das sehr kurzfristig abstellen. Besonders wichtig ist es bei Futtergang-Lüftung, dass die Schieber in den Türen grundsätzlich nur zwei Positionen kennen. Die Schieber werden entweder auf oder zu gehalten. Das heißt, wird das Abteil aufgeheizt und ist leer, kann der Schieber zugemacht werden. Sobald sich Tiere im Stall bewegen bzw. im Stall sind, muss der Schieber vollständig geöffnet werden, damit die Luftgeschwindigkeit möglichst gering bleibt und es zu gleichmäßiger Luftverteilung im Abteil kommt. Der Fehler wird leider auch immer wieder gemacht, dass über den Schieber die Luft geregelt werden soll. Völliger Blödsinn, macht nur negative Einflüsse innerhalb des Stallabteils.